Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches, rationales Denken. Und heute haben wir ein Special für euch. Und zwar habe ich wieder Jonathan zu Gast. Ihr erinnert euch an das Griechenland-Video. Heute geht es aber nicht um Griechenland, sondern um uns Privatanleger. Und Jonathan, du hattest mir letztens erzählt, dass laut einer Studie die durchschnittlichen Privatanleger nur 2% Rendite machen. Ja? Das wollen wir heute mal natürlich ansprechen im Video und auch ein bisschen zeigen, welche Emotionen denn in einem Börsenzyklus alle so auftreten und wie wir am Ende auch eine Strategie finden für uns, die so ein bisschen die Emotionen beim Anlegen ausschaltet. Aber erstmal, hallo Jonathan, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, hallo und herzlich willkommen. Genau, das ist absolut richtig. Ich habe mir angeschaut, warum macht der durchschnittliche Privatanleger nur 2% Rendite mit Aktien, während der Aktienindex 7-10% pro Jahr macht. Und da gibt es bestimmte Gründe dafür und die wollen wir heute mal auf unterhaltsame Art und Weise herausbekommen, mit dem Ziel, dass wir am Ende dieses Videos wissen, warum der durchschnittliche Privatanleger so wenig Rendite einfährt und eventuell gar keinen Gewinn macht, während auf der anderen Seite man aber auch von der Börse leben kann. Ja, Kolja, das bist jetzt du als durchschnittlicher Privatanleger mit deinen Bierflaschen auf der Parkbank. Aber sehr nett. Oder vielleicht bist du auch der Privatanleger, der eines Tages von der Börse leben kann oder das schon heute tut. Und genau diese Frage stellt sich auch für euch Privatanleger. Woran liegt das Ganze? Dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Warum machen manche gar keinen Gewinn, während andere, so viel sei schon mal verraten, mit einer Strategie sehr viel Gewinn machen können? Okay. Also, let's get crazy, Leute, haltet euch fest, es wird jetzt eine kleine Achterbahn, vor allem Achterbahnfahrt der Gefühle, denn ich schlüpfe jetzt mal in die Rolle eines klassischen Privatanlegers und Jonathan, unser kompetenter Bankberater. Und ja, jetzt lasst uns doch einfach mal in einen klassischen Börsenzyklus einsteigen. Jonathan, du wirst uns immer ein bisschen dabei begleiten und erklären, was genau passiert. Und wir werden dann sehen, wie der Privatanleger jeweils reagiert, okay? Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal an einem Beispiel. Ja? Wir simulieren jetzt mal einen irrationalen Aktienindex und die normalen typischen Privatanleger. Ja, wir nennen die Börse einfach mal irrationaler und der Aktienindex heißt jetzt nicht DAX, sondern IRAX, irrationaler Aktienindex. So, ja, lieber Kolja, ich bin jetzt ja dein Bankberater und du wickelst die ganzen Kauf- und Verkaufaufträge über mich ab. Und du bist jetzt, sagen wir sind jetzt in irgendeinem Jahr 1995, ja, und unsere Börse steht bei 100%. Und ich stelle dir jetzt die Frage, Kolja, was hältst du von, du hast jetzt ein bisschen was verdient, sagen wir mal 1.000, 2.000 Euro, die du investieren könntest. Kolja, möchtest du die in Aktien investieren? Ja, ich weiß ja nicht. Aktien gehen zwar manchmal hoch, aber dann auch wieder runter. Und mein Vater hat mit Telekom jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. So, lieber Kolja, jetzt sind wir im nächsten Jahr, im Jahr 1996. Die Börse hätte in unserem Beispiel letztes Jahr 28% Rendite für die Aktionäre erwirtschaftet. Und du hast sie leider verpasst. Aber ich stelle dir die Frage jetzt erneut. Lieber Kolja, was hältst du denn von dem Aktieninvestment? Ja, also ich würde ja schon gern, ich weiß aber irgendwie noch nicht genau, ja. Irgendwie traue ich mich noch nicht so richtig. So, guten Tag, Herr Barkhorn. Ja, die Bank, die hat alle Gründe zu lachen, ja. Und zwar über dich, ja. Was hältst du denn davon, langsam mal in Aktien zu investieren? Die Börse ist schon wieder 46% gestiegen und ich denke, damit hat sich doch herausgestellt, dass Aktien eine gute Geldanlage sind. 46%? So viel hat er sonst nicht mal meinen Drink an der Bar. Oh, weißt du was, Jonathan? Deal! Ich steig ein! Kolja, du hast Geld verdient mit deinem Aktieninvestment. Die 1.000 Euro, die du investiert hast, sind jetzt 170 Euro mehr geworden, die du einfach passiv verdient hast. Wie sieht's denn aus? Möchtest du nicht noch etwas mehr investieren? Geil! Ja, ich habe schon gesehen gerade, was für eine Performance. Ey, Hammer! Ey, Jonathan, bitte, kannst du nicht noch ein bisschen mehr für mich investieren? Ja, ich habe auch extra gerade noch das Sparbuch gekündigt. Börse, Kolja, ich habe
dieses Jahr 39% verdient und du auch. Ich finde, Börse ist so geil. Boah, Kollermann, was hältst du davon, nicht noch ein bisschen mehr zu investieren? Klar, du hast dein Vermögen investiert, aber schau dir doch die Börse an. Ja, das ist doch geil. Geil? Ey, geil ist gar kein Ausdruck dafür. Wie krass ist das denn? Hier, ne? Meine Arbeitsverträge. Wer braucht den Quatsch noch? Ja! Ja, guten Tag, Kolja. Schön, dich zu hören. In diesem Jahr hat sich die Börse etwas beruhigt. Wir sind leichte 7% gefallen, aber wenn wir so auf unsere Depotstände schauen, dann sieht es sehr, sehr grün aus. Und deswegen stelle ich dir die Frage, möchtest du nicht noch etwas mehr investieren, Kolja? Ja, ich weiß, habe ich schon gesehen, aber ich warte auf jeden Fall ab. Ich bin 100%ig überzeugt, dass es nächstes Jahr wieder weitergeht. Also schauen wir mal. Kolja? Ja, letztes Jahr minus 20%. Ja, wir als Bank sehen natürlich den Aktienmarkt weiterhin sehr positiv. Das heißt, was jetzt gerade passiert ist, ist zwar nicht allzu schön, aber wir sind der festen Überzeugung, dass die Aktien das Potenzial haben, weiter zu steigen, was sie langfristig auch tun. Und deshalb können wir dir empfehlen, jetzt schon weitere Investments zu tätigen. Was meinst du denn, Kolja? Ja, also ich weiß nicht so recht. Das haben sie ja letztes Jahr auch schon gesagt, sehe ich nicht, ne? Na gut, okay. Oh, ich könnte ausflippen! So, hier, Jonathan! Ja, hab ich ja gerade gesehen! Was ist denn da los im Depot? Herr Barkhorn, easy peasy. Ist alles gut. Sie haben schon recht, die Börsen sind etwas ein klein wenig runtergekommen. Aber wir haben hier schon die besten Kaufkandidaten für Sie, die im nächsten Jahr eine sehr hohe Rendite versprechen. Ja, ich würde jetzt schon stark empfehlen, dass Sie jetzt auch ein bisschen diese ganze Phase zum Einstieg nutzen und ein bisschen was in Aktien investieren. Was halten Sie denn davon, Herr Barkhorn? Ihr Depot ist nämlich etwas geschrumpft, ja? Also so geht das doch nicht! Nee! Sie wissen ja nicht, was ich alles schon investiert habe! Ja? Nee! Nee! Ja, ich krieg die Krise! Nee, sofort raus, alles verkaufen. Alles verkaufen. Haben Sie gehört? Haben Sie gehört? Sonst komme ich mit Anwalt. Ich rate Ihnen, verkaufen Sie alles, sonst komme ich mit Anwalt. Guten Morgen, Herr Barkhorn. Schön, dass wir uns sprechen. Wie ich Ihnen letztes Jahr empfohlen habe, sind die Aktien sehr stark gestiegen. Wir haben im letzten Jahr 36% Performance gemacht. Und ich weiß, wir hatten so ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt lassen wir das doch einfach mal dabei sein. Haben Sie nicht Lust, doch wieder so langsam am Aktienmarkt einzusteigen? Nee. Es geht ja eh wieder runter alles. So, guten Tag, Kolja. Ich rufe dich gerade vom Golfplatz aus an. Den ganzen Anlegern und auch uns geht es im Moment sehr gut, denn die Börsen sind weitere 7% gestiegen in diesem Jahr und sind immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Und deswegen stelle ich dir jetzt einfach die Frage, möchtest du nicht ein paar weitere Aktieninvestments bei uns tätigen? Ja, was Vergangenes ist vergangen. Okay, Schwamm drüber. Ich steige ein. Hallo, Kolja. Schön, dich zu hören. Wir haben mit dem Aktieninvestment eine gute Entscheidung getroffen und sind jetzt 27% im Plus gegenüber dem Einstieg von letztem Jahr. Das heißt, Aktien haben sich ausgezahlt. Und in unserem IRAX, dem irrationalen Aktienindex, da ist richtig was gegangen. Das heißt, du hast jetzt mit deinen 2000 Euro hast du dieses Jahr über 500 Euro verdient. Nur über Aktien, ohne Arbeit. Von dem her, möchtest du da nicht noch ein bisschen was nachschieben? Ey, Jonathan, du wirst es nicht glauben, ne? Diesmal ist alles anders. Und weißt du, was das Beste ist? Die Finanzierung für mein Baby. Sie ist durchgegangen. Yes! Ja, ein wunderschönen guten Morgen von der Börse und von der Bank. Herr Barkhorn, wir haben allen Grund zur Freude. Ihre Entscheidung war goldrichtig. Ja. Sie haben richtig viel Geld verdient in diesem Jahr mit der Bank und mit der Börse. Und aus diesem Grund möchte ich Sie einfach fragen, ob Sie nicht Lust haben, noch ein bisschen was zu tun in Richtung Aktienanlage, weil die Börsen, Sie haben jetzt auch schon schöne Gewinne und wissen, dass es funktioniert. Und von daher, wie ist denn Ihre Meinung? Was? Das ist ja unglaublich! Juhu! Kauft alle Aktien! Juhu! Yeah! Yeah! Yeah!
Hallo, hallo, Kolja. Wir haben allen Grund zur Freude. Du hast allen Grund zur Freude. Die Bank hat allen Grund zur Freude. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit weg von der besten Zeit aller Zeiten. Wir haben 22% Rendite eingefahren und zwar auf das gesamte investierte Kapital. Das sind doch Gewinne, die gibt es sonst nirgendwo. Warum 1% auf dem Sparbuch, wenn wir 22% in einem einzigen Jahr passiv verdienen? Du weißt ja auch, mit deinen Investments hast du letztes Jahr mehr verdient als mit deinem Beruf und zwar deutlich mehr. Und Kolja, das sind doch einfach mal gute Nachrichten. Und von daher wünsche ich dir einfach weiterhin viel Erfolg an der Börse. Ich muss jetzt aber selbst schon mit meinen Gewinnen wieder auf den Golfplatz fahren, denn es ist einfach genial. Und es ist doch eine geile Zeit als Aktionär und an der Börse. Scheiße, das ganze Geld ist weg. Das ganze Geld ist weg. Wer jetzt in Aktien investiert, der kann sich auf Weihnachten freuen. Aktien haben alle Chancen zu steigen. Aktien steigen langfristig, Aktien steigen stark. Klar schwankt eine Aktie mal, aber prinzipiell sind Aktien das beste und renditestärkste Investment überhaupt. Und deshalb bleiben wir als Bank weiterhin optimistisch für Aktien. Gerade die positiven Quartalsgewinne lassen uns auch zu dieser Meinung kommen. Mit der Wirtschaft an sich sieht es gut aus, davon sollten die Aktien sehr stark profitieren und weiter steigen. Okay, ja. Ganz schön emotional das Ganze. Kolja, beruhigt, geht's wieder? Ja, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt, aber ich muss sagen, also die Beta-Blocker, die sind natürlich nicht weit für den Blutdruck. Ja, ja, hast du deinen Burnout verkraftet und die Schulden zurückgezahlt, die du als... Jetzt ganz ehrlich, aber zum Glück ist es ja nur so ein Irax hier, ne? Also zum Glück. Ja, wir haben das ja simuliert, das ist gar nicht die Realität, das war jetzt der irrationale Aktienindex, ja. Ein Musterbeispiel mit völlig willkürlichen Zahlen. Wie liegt es denn eigentlich jetzt beim DAX aus, wenn ich jetzt mal den DAX zeige? Ey, fuck, warte. Das ist ja jetzt die Irax-Folie, wo hast denn du die DAX-Folie? Das ist DAX, schau doch mal, DAX hier. Warte, lass mal kurz schauen. Das ist der DAX jetzt hier. Ja, warte mal, ich schaue jetzt mal kurz, wie die Entwicklung vom... Oh Mann, boah. Weißt du, was mir gerade ausfällt? Das war, der Irax war ja in Wirklichkeit der DAX. Krass, ja. Privatanleger, also das ist jetzt ernst gemeint, wir haben gerade nicht den Irax durchgespielt, sondern es war die Jahresperformance des DAX. Ihr könnt es gerne selbst nachschauen. Ja, alle vorherigen Folien sind auf den DAX bezogen. Es war die Jahresperformance des DAX in den Jahren 1995 bis 2015. Okay, das war jetzt eine interessante Darstellung der ganzen Emotionen. Und das Fazit ja aus diesem ganzen Kram sollte dann im Endeffekt sein, die Börse ist nichts für uns, oder? Ja, ich meine, wir haben es doch gerade selbst gesehen, Kolja. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich in unser tiefstes Inneres schauen. Ja, auch mir ging das schon so. Vielleicht ist die Börse einfach zu stark schwankend, oder? Oder? Ja. Das könnte man jetzt auf jeden Fall auf den ersten Blick meinen. Aber, deswegen machen wir ja nicht das Video, wir wissen ja auch, dass mit einer entsprechenden Lösung beziehungsweise mit einigen Strategien das Ganze sozusagen auch anders aussehen kann. Und deswegen wollen wir euch jetzt mal die Lösung präsentieren. Da hat Jonathan was Cooles für euch vorbereitet. Moment, ich gehe mal rauf. Ja, Kolja, jetzt... Hä? Das war jetzt dein Part, glaube ich. Nein, Kolja, das war nicht ich. Du sollst die Lösung vorbereiten. Ach so, ich dachte, du machst jetzt die Lösung. Ja, ich habe dir doch gesagt, die Lösung, die kommt von dir. Ach so, okay, ne... Ich dachte jetzt, dass es dein Part wäre. Boah, okay, dann müsst ihr. Okay, machen wir mal schnell weiter und denken uns schnell eine aus, einfach schnell, spontan. Also meine Lösung ist natürlich Aktie mit Kopf, ganz klar. Ja, also wir brauchen irgendeine Strategie. Wir müssen einfach den Kopf einschalten und weniger an unseren Emotionen festhalten. Und das bedeutet natürlich in erster Hinsicht, dass wir erstmal den Aktien mit Kopf-Kanal abonnieren, oder? Oh, Kolja, boah, was soll denn die ganze Werbung in diesen Folien hier, Mann? Ja, es war ja klar, dass du wieder Werbung für Aktien mit Kopf machst. Aber okay, wenn wir jetzt auf meine Lösung kommen, und zwar, wir haben ja gesehen, der durchschnittliche Privatanleger macht aufgrund der Emotionen, allen voran Gier und Angst, eben nur 2% im Jahr. Okay. Die Börse macht aber 7. Von dem her hast du schon recht, dass die Börse die Lösung ist. Und dazu gehört es eben aber auch, eine Strategie zu verfolgen. Und zwar eine Strategie, mit der man auf Dauer auf Seite der Gewinner steht. Und damit ihr euch das Ganze jetzt mal ein bisschen besser vorstellen könnt, Privatanleger,
habe ich euch hier was vorbereitet. Und zwar stellt euch vor, ihr segelt jetzt an der Regatta, ja, und euer Ziel ist es, als erstes Boot in das Ziel zu kommen. Und zwar so schnell wie möglich. Und jetzt ist meine Frage, wie würdet ihr eure Segel stellen, um so schnell wie möglich in das Ziel zu kommen? Würdet ihr eure Segel so stellen, dass ihr den Wind optimal einfangen könnt? Oder würdet ihr lieber völlig willkürlich kreuz und quer durch die Gegend segeln, ohne Plan und Ahnung, mal die Segel nach oben, dann nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links, ja? Ihr würdet das doch in der Realität so machen, dass ihr euch optimal auf den Wind ausrichtet und auf direkten Wegen das Ziel segelt. Und das Ziel lautet bei euch natürlich finanzielle Freiheit. Und genau so sollte man also an der Börse auch vorgehen. Man sollte eine erfolgreiche Strategie verfolgen, nicht so sehr auf seine Emotionen hören, wie du das vorhin getan hast. Und damit als erfolgreicher Privatanleger dem Ziel der finanziellen Freiheit näher kommen. Okay, das klingt schon mal jetzt sehr gut alles, irgendwie in der Theorie. Aber es wäre dann schon ganz gut von dir, einfach mal ein Beispiel zu haben. Vielleicht könntest du mal anhand eines Beispiels kurz erklären, wie man irgendeine Strategie jetzt auch anwenden könnte. Also hast du da irgendwie so ein Beispiel mal parat? Eine Strategie, die haben wir schon im letzten Video über die Griechenland-Krise vorgestellt, nämlich über einen ETF-Sparplan investieren jeden Monat und dabei den sogenannten Cost-Average-Effekt nutzen. Das haben wir aber im letzten Video schon vorgestellt und von dem her kommt es hier nicht mehr. Heute stelle ich euch eine andere konkrete Strategie vor, und zwar die Dividendenstrategie. Die Dividendenstrategie sieht so aus, dass ihr als Privatanleger einen Betrag wie zum Beispiel 5.000 Euro nehmt und den in Dividendenaktien investiert. Zur Vereinfachung hier in die Münchner Rückaktie. Die hat eine aktuelle Dividendenrendite von 5%. Das heißt, wenn ihr die damit jetzt Münchner Rückaktien kauft, bekommt ihr im nächsten Jahr für das Jahr 2015 schon 250 Euro als Dividende, als Gewinnbeteiligung dafür, dass ihr in Aktien von der Firma investiert habt. So, und jetzt ist es eben bei der Dividendenstrategie wichtig, dass ihr Unternehmen auswählt, die die Dividende solide zahlen, langfristig zahlen und die Dividende in der Regel jährlich steigern können, aber zumindest nicht senken müssen. Okay. Und die Münchner Rück als Beispiel, das ist jetzt natürlich keine Kaufempfehlung, ja, das ist nur ein Beispiel, damit ihr euch das vorstellen könnt, die ist ein solches Unternehmen, die hat seit 1970 die Dividende nie gesenkt und in den allermeisten Jahren jedes Jahr um durchschnittlich über 5% pro Jahr erhöht. Das heißt, wenn ihr jetzt diese 250 Euro, die ihr als Dividende bekommen habt, wieder investiert und damit wieder neue Aktien kauft, bekommt ihr im nächsten Jahr zum einen wieder die Grunddividende, aber für die neu gekauften Aktien bekommt ihr ja auch wieder Dividende. Und dazu kommt noch der zweite Effekt, dass die Dividende jedes Jahr steigt. Das heißt, ihr kommt jetzt in den Zinseszinseffekt auf Dividendenebene und hättet im Jahr 2025 in unserem fiktiven Beispiel schon über 400 Euro Dividende pro Jahr mit einem einmaligen Einsatz von nur 5.000 Euro. Das heißt, dann wäre eure Dividendenrendite schon bei 8%. Und das ist eben der Effekt des Zinseszinses, der hier wirkt. Das heißt, wer lange genug in Dividendenaktien investiert und die Dividenden reinvestiert und nicht verkonsumiert für schöne Abende oder für Konsum, der kann damit profitieren und seinem Ziel der finanziellen Freiheit näher kommen. Okay, und das ist im Prinzip auch, also anhand von diesem Beispiel jetzt mal wirklich ersichtlich, warum es dann natürlich auch hier, wie wir ja vorher gesehen haben, also in unserem Verlauf hier vom DAX, da ist dann halt auch nichts mit irgendwie jetzt mal verkaufen oder so, ja. Das heißt, bei der Dividendenstrategie halt muss ich die Aktie natürlich immer die ganze Zeit auch halten. Und das ist natürlich gut für die Leute, die jetzt zum Beispiel dann in einer Rezession oder wenn die Aktien mal abrutschen, das Unternehmen zahlt aber weiterhin die Dividende, habe ich ja auch den Anreiz, nicht jetzt wieder zu verkaufen. Weil wir wissen ja, hin und her macht Taschen leer. Und wenn ich einfach schon vorher mir so eine Strategie zurechtlege, wie zum Beispiel die Dividenden- oder Dividendenwachstumsstrategie, dann habe ich auch einen Plan gemacht und werde auch mit höherer Wahrscheinlichkeit mich an diesen Plan halten und an diese Strategie und halt nicht diesen ganzen Emotionen unterliegen, wie wir halt in diesem Video gesehen haben. Genau. Am Ende,
Also am Ende können wir vielleicht halt. Noch ganz kurz, ja, für die Privatanleger, genau wegen diesem Thema Emotionen und an die Strategie halten, ein persönlicher Tipp von mir, wie ich ihn verfolge, denn ich verfolge die Dividendenstrategie. Und zwar lautet er so, dass ich mir dafür ein extra Depot, eine extra Bankverbindung eröffnet habe, wo ich nur einzahle und dann alle Dividenden, die aus dem Depot auf das dortige Girokonto fließen, direkt wieder reinvestiere. Das heißt, da tue ich nicht mal, wenn ich mir mal kurz irgendwie 100 Euro brauche oder so, tue ich mir die nicht davon abheben, denn das ist eine Strategie, ja. Und zu der Strategie gehört es auch, alle Dividenden, die man in einem Jahr bekommt, direkt wieder zu reinvestieren. Das heißt, völlig egal vom Aktienkurs. Und was auch noch dazu zu sagen ist, man sollte natürlich die Unternehmen auswählen, die regelmäßig Dividenden zahlen können. Also Unternehmen, von denen man die Meinung hat, dass sie, dass es ihnen auch in Zukunft gelingt, Gewinne zu erzielen und Dividenden auszuschütten. Und von dem her sollte man da auch auf Substanzwerte setzen und nicht auf Spekulationswerte. Und wie gesagt, gerade der Tipp mit dem extra Konto, ich weiß nicht, du, Kolja, du bist immer noch ein bisschen blank mit deinen Nerven von der ganzen Simulation, die wir hier durchgeführt haben. Wie würdest du die Situation sehen mit dem Thema extra Unabhängigkeitskonto, nenne ich das jetzt mal? Finde ich auch gut, bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt ja da unterschiedlichste Kontenmodelle und ich habe auch schon mal irgendwo ein Buch gelesen von jemand, der hat irgendwie 7 verschiedene Konten dann. Irgendwo hat er ein Sparkonto, ein Spaßkonto, ein Spendenkonto. Das ist dann irgendwann nicht mehr so mein Fall. Ja, das mag ich dann irgendwann nicht mehr so, aber ich finde es grundsätzlich schon gut, das Ganze so aufzuteilen, dass man sich an das hält, was man sich vornimmt. Ja, und von daher kann das durchaus Sinn machen, was du hier sagst. Ja. Also muss Genau. man muss halt immer gucken, wie kann ich möglichst die Emotionen aus so einer Geschichte Geldanlage Genau. rausnehmen, ja, und wirklich das Ganze automatisiert für mich arbeiten lassen. Und wenn einem das hilft, ja, dann nur zu, ja, wenn man es braucht, warum nicht, ja. Und damit auch schon ja, von mir zu einem Schlusssatz, ja, zur Lösung. Einfach als Appell an euch Privatinvestoren da draußen, nehmt die Emotionen raus. Die Börse ist knallhart und ist ein Kalkül. Wer hier mit Plan, mit Kopf und mit Strategie investiert, kann sehr viel Geld verdienen, kann der Genau. finanziellen Freiheit sehr weit entgegenkommen und kann sie sogar problemlos erreichen als Aktionär und Investor. Wer allerdings wie ein Huhn ohne Kopf durch die Gegend rennt und mal hier auf den Zug aufspringt, der wird an der Börse langfristig leider wie die allermeisten Privatanleger kein Geld verdienen. Und du, Kolja, Genau. hast es jetzt gerade schon erlebt. Ja, du siehst es wahrscheinlich gleich. Und deswegen auch von mir die Empfehlung, schaut euch einfach ab und an mal ein Video von Aktien mit Kopf an. Kolja versucht euch da auch immer ein bisschen auf die rationale Ebene zu helfen und damit könnt ihr dann auch erfolgreich an der Börse aktiv sein. Genau. Und deswegen auch mein Schlusswort an dieser Stelle: Lasst euch nicht von diesen Dingen wie Griechenland oder China Crash oder Investment Pornografie aus der Ruhe bringen, sondern bleibt entspannt, esst ein Hotdog und wir sehen uns beim nächsten Video. Hat mich riesig gefreut, Jonathan. Ich hoffe, die Zuschauer haben viel gelernt. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in Zukunft bei anderen kleinen ja, Formaten hier auf YouTube und mal sehen, was noch so kommt. Ja, vielen Dank und ich hoffe, ihr habt was gelernt, liebe Privatanleger. Ja, es wäre nett, wenn ihr mir auch wieder ein kleines Feedback geben könntet und dem Kolja einfach mal kurz kommentieren, wie ihr dieses Video so gefunden habt und ob ihr das gleich seht oder ob ihr das anders seht. Okay.